Realität ist eine ganz wichtige Frage für mich. Was ist die Realität? Und ich glaube, das hängt sehr zusammen mit vom Sehen, also der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist eigentlich die Realität, wie man Dinge wahrnimmt. Es gibt natürlich eine andere Realität, aber die komplette Realität kann man ja nie erfassen. Das, was die Konzeptkunst eigentlich wollte, nämlich so die Individualität auch aus der Geste des Künstlers herauszuziehen und wirklich die pure Idee eigentlich herauszuschälen, das hat Ernst Karamelle quasi durchschritten und hat das dann wieder aufgefüllt mit so einer unglaublich warmen Geste der individuellen Poetisierung, zu schauen, wo ist auch das Augenzwinkern in dem strengen Konzept. Also das Gefühl, das Herz und der Verstand, die Augen und die Sinne sind eigentlich bei ihm alle zusammengenommen ein Erfahrungsraum.